Jo, meine lieben Leute, ich bin's wieder mal, auch wenn es spätens abends ist, aber das Video wieder ein bisschen länger. Also kennst du das Video nur bei mir sehen auf YouTube und auf Instagram. Wieder mal das übliche Zeitungsvideo und ja, da habe ich schon ganz spezielle Wörter gehört. Also da muss ich nur mal lachen. Ja, das hat es früher einmal schon gesagt zu den österreichischen Gesundheitsminister, diesen Wolfgang Mückstein, jetzt sagen sie ihm sogar schon, das ist dieser Turmbotsch-Indianer, aber da weiß ich was viel Besseres für dich, Herr Wolfgang Mückstein, und damit meine ich speziell nur dich, DDR-Mensch, das heißt übersetzt der Dritte Reich, das passt zu dir viel besser, weil Österreich hat vor sehr vielen Jahren, 60, 70 Jahren schon einen guten Krieg gehabt. Und für mich ist das ganze Corona-Maßnahmen schon dermaßen schon fast wie ein Krieg. Maßnahmen, Drecksfetzen, Abstand, FFP2-Masken, wer nicht dreimal gespritzt ist, kann überhaupt nichts mehr rein. Wir sind schon in DDR, Dritten Reich. Und wie du sagst, wieder man vergleicht es mit Hitler, hast du sowieso gleich Probleme mit dem Gesetz, mit der Polizei. Und so wie es der Gesundheitsmechaniker schon gesagt hat, der YouTuber, der Herr Gesundheitsmechaniker, Roland Kahner, nicht eigentlich die Politiker, sondern unsere Feinde, die Gesetzesbrecher. Die Gesetzesbrecher sitzen bei der Regierung oben. Und die sogenannten Möchtegern-Politiker wie dieser Nehammer, Mückstein und der Gogler, die machen mit bei dem ganzen Wahnsinn. Und die sollen sie genauso schleichen wie der Sebastian Kurz und dieser Gernot Blümel. Und jetzt fange ich endlich an mit der Zeitungsvideo. So, das ist diese aktuelle Zeitung von heute mit dem Datum Dienstag, 11.01.2022. Corona-Sheris ab heute in Geschäften. Außer die Lebensmittelgeschäfte wie Spar, Eurospar, Interspar, Billa, Lidl, Rewe, wo es jetzt so gibt. Dort gibt es nicht, aber sonst passt überall diesen bescheuerten Nachweis, egal ob Handy oder diesen digitalen Impfnachweis am Handy oder am Zettel, dass du dreimal gestochen worden bist, sonst lässt es dich nirgends mehr wo rein. Und die Leute sind alle so schier und krantig, weil sie sich alles gefallen lassen, bevor man sich endlich aufwärmt gegen diese Hygienediktatur. Und ja, was gibt es denn Interessantes? Schauen wir mal. Naja, ist auch interessant, dass man eine Kur auch Brünn gibt zum Schauen. Sehr interessant. Und wenn ihr was lesen wollt, dann darfst du das Video bitte pausieren auf YouTube oder auf Instagram. Ich sage nur Hygienediktatur, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn es so weitergeht, ist es bald schlimmer wie ein kalter Krieg. Und das ist hier der absolute Super-GAU. Ich lese euch sogar vor. Polizisten in Zivil machen ab heute Jagd auf Covid-Sünder. DDR, Nazi-Zeit, sage ich nur. Herzlich willkommen in der Nazi-Zeit, sage ich nur. Und das ist auch so ein Komiker, was in diesem Krankenwahnsinn mitmacht. Wer nicht geimpft oder genesen ist, darf weder shoppen noch essen gehen, noch ins Hotel, damit das auch eingehalten wird, verstärkt die Polizei nun ihre Kontrollen. Will Verstößen auch zivil aufdecken. So, und jetzt sage ich jetzt meine Meinung dazu an alle Arschlöcher da draußen, die was diese Hygienediktatur richtig finden und ihr so geil finden. An euch Eliten, Regierung, Politiker, Mückstein und Co., wie sie auch alle heißen. Ich sage es euch einmal ganz ehrlich ins Gesicht, glaubt euch wirklich, dass das den Wirtshäuser in Klocknitz interessiert? Der geht einer fressen und saufen, was er will. Oder glaubt ihr es in Klocknitz und denkt am Wirtshaus, dass dann auch sein gespritzten Impfweis mitbringt? Das glaube ich kaum. Das ist den Wirtshäuser Betreiber wurscht. Die was eh schon kein Geld mehr um. Wegen euren ach so tollen Lockdowns. Das habt ihr das Arschlöcher gut hingebracht. Sehr gut. Also was ist, könnt es unsere Demokratie gefährden. Und ich sage es jetzt in den Media wieder. Jeder, was an den Corona verstorben ist, macht mich natürlich sehr traurig.
Und ich bin selbst frustriert, weil ich wen gekannt habe, der was auch an Covid gestorben ist. Einen Ortskollegen, der was halt eben geistig behindert war. Und wer will dazu nicht sagen? Und ja, sicher ist es traurig, man muss das ja immer ernst nehmen. Aber nach 2 Jahren Pandemie kann man diese Scheiße nicht mehr ernst nehmen. Und ich kann nur empfehlen, dass der Mückstein, der Nehammer, Gogel eigentlich einen Guss schnallen. Sonst wird es bald einmal einen Beschwerdebrief kriegen. So ist bei Sebastian Kurz damals, ich gehört habe, haben sie sehr viele Beschwerde über den Typen beim Beschwerdebrief. Dieser Mückstein, Turmbotschnaberer, soll sie schleichen, wo er hingehört. Dass der ganze Sumpf von Kurz wirklich immer alle weg sind. Und ja, was gibt's denn sonst noch was? Nur 3 von 4 Österreichern geimpft. Impfpflichtgesetz, über 1800 wollen mitreden. Bei was wollen sie mitreden? Über Omikron? Das interessiert auch kein Sau mehr, der neue Märchen da. Lass mal lieber mal kurz was anderes. Neues Apple Modell spätestens in April. Das C3 wird das erste iPhone des Jahres 2022. Voll interessant. Gefällt mir auch das Handy, aber ich bin auch gut zu, weil noch irgendwas wegen Corona, weil ich lese nicht. Na warte mal, doch. Also die kleinen Kinder, die werden auch wieder missbraucht, bis zum geht nicht mehr. Maske bleibt in der Schule auch beim Turnen auf. Ich habe jetzt ein bisschen jetzt lang vor. Wenn ihr das alles lesen wollt, dass es passieren, weil ich tue nicht immer alles vorlesen, weil muss schauen, dass das Video unter 15 Minuten bleibt, dass ich das auch in Instagram posten kann, weil Facebook-Leute auf diese Plattform wird darauf gebrunzt, genauso wie auf diesem Mark Zuckerberg. Und jetzt tue ich weiter, weil ich das schon lange genug herzagt. Ach komm, was ist mit der Zeitung schon wieder? Ich will ein bisschen noch was machen da. Na, ich finde da, glaube ich, nicht mehr so viel über Corona. Was haben wir denn sonst noch? Pfarrer legt sein Amt nieder, habe Frau kennengelernt. Aha. Interessant. Da haben wir so einen lieben Hund noch, den sage ich auch noch kurz her. Ein bisschen was zum Lesen, wenn es wollt. Ja, findet man noch irgendwas, was mich aufregt wegen Corona, dann sage ich es noch her, sonst will ich das Video gleich beenden, weil den ganzen Blödsinn kann ich schon langsam nicht mehr hören, nach 2 Jahren, ja, so deutlich in völliger Pandemie. Und ja, ich will das Video jetzt beenden und ich bedanke mich für jeden Zuschauer, der mich tatkräftig unterstützt. Ich sage Dankeschön. Und natürlich an euch alle meine Zuschauer auf meinem YouTube-Kanal, Instagram, Twitter und TikTok. Auf diese 4 Plattformen bin ich daheim. Und Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Und lasst euch nicht spalten. Wir sind alle Menschen. Wir helfen alle zusammen. Egal welche Nationalität, von welchem Land. Wir sind alle Menschen. Wir sind der Sockerin. Wir sind das Volk. So schaut's aus. Und ciao, Leute.